Nach dem Tod von Horowitz ging die Beziehung zu Wanda weiter? Ja, wir haben ja für die Horowitzes, Elisabeth und ich, jeden Tag gebetet. Herr, ich wusste, dass sie tief im Innern Glauben haben sollten. Mit dem größten Ruhm Das ist Nichts. Wenn du keinen Glauben hast, hast du nichts. Nicht wahr? So haben wir immer gebetet für die Horwitzes. Und eines Morgens habe ich gebetet, bevor ich nach Steinweg ging, habe ich gebetet, Herr, langweile ich dich damit, dass ich immer bete für Horwitzes. Da passiert ja gar nichts. Und an demselben Tag komme ich zu Steinweg und der erste Anruf, der kommt, ist von der Wanda. Und sagte, Franz, wir reden nicht über das nächste Konzert. Nicht über Horwitz. Ich sage, ich möchte dir sagen und sagt das der Elisabeth auch. Der Verlosche, ihr Mann, und ich bewundern euch so sehr. Ihr habt etwas, was wir nicht haben. Ihr habt Glauben. So hatte ich meine Antwort. Und ich musste weiter beten. Aber nun war Horwitz schon gestorben. Und ich betete weiter. Aber ich glaube wirklich ohne Glauben, dass was passieren würde. Denn äh, denn ich habe so viel gebetet für Sie und nun war sie, war sie bettlägerig und hatte sie hatte ja auch immer ihre äh, schwierigen Stunden pro Tag eben jeden Tag. Jeden Tag hat sie geweint, jeden Tag. Im Haushalt, im Haushalt vom Hobbits war das so. Die Wanda war die erste, die aufstand. Und Juliane, ich muss schnell etwas erzählen über Juliane, Juliane kam als Teenage Girl, als Teenage Mädchen, kam die zum Toscanini Haushalt, Haushalt in Milano und kam dann mit mit toscanini nach new york die wohnten in riverdale und als und sie betreute die familie toscanini und als toscanini starb und es, das haus aufgelöst wurde da ging sie zu horwitz rüber und hat die horwitzes betreut ihr leben lang und juliane äh, war nun mit horwitz zusammen und ich weiß das von der Juliane, Wanda war die Erste, die aufstand jeden Tag und sagte, sie hat jeden Tag eine Crying-Session. Weint, ich will nicht mehr leben und was war, Leben hat keinen Zweck und diese, äh, diese Dinge. Und einmal rief sie mich rauf in ihr Zimmer. Einzige Mal, dass ich bei ihr in ihrem Schlafzimmer war und weinte haltlos. Franz, ich will nicht mehr leben. Das Leben hat keinen Zweck und so weiter. Und sofort wollte ich ihr erzählen vom Glauben und dass da noch was anderes ist als nur dieses Leben. Und sie hat mich wieder abge ab abgemurkt, wollte nichts hören. Aber nun ich betete weiter. Und nun es war ja so, dass sie, Bert, bei uns zu Hause waren mit Eiri, mit ihrer Frau. Und wir über äh, Wanda sprachen, über Horwitz, Und da sagtest du, oder war, äh, was sagten sie, oder war es die Eiri, Franz, sag ihr doch mal nochmal, dass du für sie betest. Und dann habe ich ihr geschrieben, Liebe Wanda, wir haben sie herzlich lieb. Und wir beten, das war wahr. Und wir beten jeden Tag für sie. Nun zu der Zeit war sie bettlägerig und äh, sie hatte Ärzte immer da, was weiß ich. Und dann nach meinem Schreiben rief sie sofort an und sagte: "Franz, du musst mich besuchen kommen." Da habe ich zu Elisabeth gesagt, sofort. Elisabeth, das ist eine göttliche Führung. Das wusste ich. Manchmal im Leben weißt du 100%, das ist der liebe Gott. Und ich hatte zu Hause eine Bibel. Ich wusste gar nicht, dass ich die in der Bibliothek hatte. Das war eine Bibel im, äh, im roten Leder. Wunderbar. Noch nie gebraucht. Wie die dahin kam, weiß ich gar nicht. Aber ich sah sie da. Und da war eine... Ähm, und im Großbuchstaben... Und da habe ich gesagt, die nimmst du aber der Wander mit. Habe schon was reingeschrieben, liebe Wanda, Toscanini Horowitz, so und so, und ihr diese Bibel gewidmet. Ich war bereit und komme zu ihrem Bett. Aber nichts zu meinem Verdienst. Sie hat alles selber gemacht. Das Erste, was sie sagte, Franz, ich habe kein Interesse an Musik mehr. Ich habe noch nicht mal Horwitz Einspielungen gehört, für einen Monat. Du musst wissen, ich werde bestraft. Und nur Strafe wartet für mich. Und ich sagte sofort: "Nein, Wanda", ich sagte Wanda zu ihr. Horwitz war immer Meister, aber sie war Wanda. Es sagte, Wanda. Das bringen wir jetzt in Ordnung. Und ich hielt ihre Hand. Und ich sah plötzlich das wunderschöne italienische Mädchen, welches sie war, als sie jung war. Das kannst du von den Bildern sehen. Nachher habe ich gefragt: Herr, warum hast du mir das schöne Bild gezeigt von der jungen Wanda? Er gab mir auch eine Antwort, die will ich später erzählen. Aber sagte Wanda: Das bringen wir jetzt in Ordnung. Und dann sagte ich zu ihr: Wanda, kannst du dich erinnern, nach dem Tode von Horowitz? Im Beerdigungsinstitut, als draußen tausende Menschen waren, die Horwitz noch mal sehen wollten. Und du hast uns gefragt, seine Freunde früher zu kommen. Und Tom Frost war da. Und übers Intercom spielte er die Pianomusik von Horwitz. Und da lag Horwitz zu unseren Füßen. Und wir, wir hielten unsere Schultern. Über Welt, der Horwitz so, so schnell gestorben ist. Und ich sehe Wanda stehen neben mir mit, über ihre, meine Schulter. Und ich sehe, sie hat die Rolex-Uhr an. Und der Horwitz, der arme Kerl, der lag ohne Uhr da unten. Und neben mir an der anderen Seite war Pavorti. Pavorti, der Sänger, war ein guter Freund von Toscanini. Und am, äh, am, äh, am Sarg hat er sich immer bekreuzigt, nicht wahr? Aber hier standen wir da und als wir da rumstanden, Wanda, hast du mich gefragt, vergibt Gott Sünde? Und ich habe gesagt, Wanda, ja, aber wir müssen ihn fragen. Und dann hast du gesagt, Franz, du verstehst es nicht, jeder hat es gehört. Ich sage, wirklich schlimme Sachen, und ich konnte nichts anderes sagen, als sag, ja, Wanda, natürlich, er vergibt, wir müssen es ihm nur sagen. Und sag Wanda, jetzt saß ich bei ihr am Bett, hielt ihre Hand, sag Wanda, jetzt werden wir die Frage beantworten. Und ich bin ja zum Glauben gekommen durch die Kreuzungsgeschichte Jesu, nicht wahr, die ich auch Robins erzählt habe. Und wodurch ich zum Glauben kam, war einfach die Geschichte, wo die beiden, Schäche am Kreuz, mit Jesus ihr Kreuz geworden. und beide fluchten auch, und das sagt die Schrift, und die Stunden gingen weiter, aber einer hatte eine Gesinnungsänderung. Als sein Kumpel da wieder losfluchte, wandte er sich an ihn und sagte, höre du auf, wir hängen hier zurecht, aber dieser Mann hat nichts Böses getan. Und er wandte sich an Jesus. Und Sie wissen, was er sagte. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Frau Dirk. Sie haben diese Geschichte der Wander erzählt. Ja, Wie und hat sie, hat war sie darauf tief reagiert? Berührt. Ja, sie war so tief berührt. Das heißt etwas in ihr. Ja, da sagte sie zu mir, Franz, das ist wunderbar. Ich sage, aber was mache ich damit? Sag ich, sage, ich wander, wir beten. Ich weiß nicht, wie man betet, sagt sie. Ich sage, wander, ich helfe dir. Und dann habe ich gebetet. So einen Satz nach dem anderen. Was ich auch immer gebetet habe. Herr, ich sehe, du bist für mich gestorben. Ich bekenne meine Sünden. Bitte vergib mir auch meine Sünden. Und dann hat sie jeden Satz rausgeschrien mit lauter Stimme in dem Zimmer da. Mhm. Julian hat da gesessen auch. Und, und da guckte sie auf. Und da sagte mir, Franz, war habe ich es auch gemeint? Und ich sagte, wann ich weiß, dass du es so gemeint hast. Da habe ich gesagt, Wanda, hier ist eine Bibel. Du kannst nicht viel mehr lesen. Und ich hatte schon ein Lesezeichen reingesteckt in das Johannesevangelium. Hör mal, Wanda, lies doch nur ein paar Sätze jeden Tag. Die waren Großbuchstaben. Und ich sag, wenn du zu einer Verheißung, zu einem Versprechen kommst, dann stopp. Und du sagst ganz einfach, Dankeschön, Herr Jesus, ich nehme es an, Dankeschön. Und dann war es ein paar Wochen später, ich weiß vielleicht nur 14 Tage, da rief sie an und Elisabeth geht ans Telefon und sagte ihm Franz, ich tue, was er sagt. Es ist wunderbar. Weißt du, und dann kam es so, ich wollte, ich war auf dem Wege nach Deutschland wieder für Vorträge und ich wollte sie gerne noch einmal sehen, Wanda. Sie lebte noch und äh, wollte, ich denke, jetzt gehst du noch mal mit ihr beten. und Aber da waren oben zwei Ärzte in ihrem, in ihrem Zimmer und ich konnte sie nicht sehen. Und dann habe ich noch mit äh, Juliane in, in der Küche, haben wir die Hände gehalten. Und da hat sie mir noch gesagt, Juliane, sagte Franz, als du das Gebet da oben sprachst, ich habe mitgebetet. Dann haben wir zwei nochmal für Wanda gebetet und ich musste gehen. Und als ich in Deutschland war, sie starb, glaube ich, am 23. August in äh, 98 ist sie gestorben. Und das ist die Geschichte von Wanda.